Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um die drei BFA Dungeon Mounts. Und die möchte ich euch nicht nur zeigen und euch sagen, wo die denn zu erfarmen sind, sondern euch auch noch so ein paar kleine Tipps und Tricks mitgeben, um die ein wenig effizienter zu farmen. Und ich würde sagen, wir steigen gleich mal ein. Ich sitze nämlich schon hier auf dem ersten von den drei Mounts. Das ist nämlich der Tiefenpfuhl-Krog. Und dieser Tiefenpfuhl-Krog, der droppt, wie hätte man es anders erwartet, einmal im Tiefenpfuhl. Und zwar beim Endboss bei hier mit der Monstrosität. Und diese droppt quasi direkt das Mount. Im Mythic Plus kann man dieses Mount quasi auch erlooten, heißt, dann droppt es quasi einfach aus der Endkiste raus, die man nach Abschluss bekommt. Es wird hier von einigen vermutet, dass im Mythic Plus die Dropchance höher ist, beziehungsweise umso höher der Key ist, umso höher dann auch die Dropchance. Ich glaube das ehrlich nicht. Ich denke, dass es überall die gleiche Chance ist, und zwar sind die etwa so wieder ja um die 1% rum. Ja, ich habe meinen hier auch aus Mythic Plus 0 bekommen, also sprich aus dem ganz normalen mythischen Modus. Wenn ihr andere Erfahrungen habt, könnt ihr mir das natürlich gerne reinschreiben. Ich werde nachher nochmal ein bisschen genauer auf etwaige Farmwege eingehen, beziehungsweise wie ihr das ein bisschen besser farmen könnt. Jetzt schauen wir uns erstmal noch die anderen beiden Mounts an. Und zwar scrollen wir einmal nach ganz unten und da sind wenige Mounts, die ich noch brauchen. Unter anderem haben wir hier das zweite, und zwar den Grabschleicher. Diesen können wir in King's Rest, also in der Königsruhe, erhalten. Und ja, dafür müssen wir dementsprechend auch wieder einmal den Endboss umhauen. Die Königsruhe haben wir einmal hier. Und da haben wir auch wieder das Mount, nur im Mythic-Modus natürlich, beim Endboss. Und dementsprechend dann in der Mythic-Plus-Variante, dann dementsprechend in der Mythic-Plus-Chest. Das letzte, was wir haben von den drei, ist dann quasi unser schicker Papagei, der Haihappen. Das ist dieser hier. Das ist die rote Version. Es gibt auch noch den Krechts. Das ist die grüne Version, die wir von den Inseleroberungen bekommen. Hier ist es auch wieder so. Wir haben einmal das Mount aus dem Freihafen und dieses droppt wie die anderen zwei bereits vom Endboss. Hier haben wir ihn. Und im Mythic Plus dementsprechend dann in der Endkiste drin. So, ich zeige euch jetzt nochmal kurz die Eingänge der drei Instanzen. Also das letzte Mount, das ich euch gezeigt habe, ist hier der Freihafen. Dort haben wir den Eingang. Falls ihr das nicht wusstet, das ist quasi einmal im Kultiras und dann der Tiragardesund und dann einmal ganz hier unten. Gibt es auch einen Flugpunkt in der Nähe. Das zweite ist quasi, oder die anderen beiden sind auf Zandala. Und zwar haben wir einmal hier in Nasmir, hier unten die Instanz, den Tiefenpfuhl. Da müsst ihr ein bisschen ja, nach unten springen oder laufen, je nachdem, was euch schneller erscheint. Und das letzte ist quasi dann die Königsruhe. Und die haben wir hier hinten drin. Die ist quasi hinter Alt-Haldasar. Die müsst ihr aber freischalten. Also dafür müsst ihr verschiedene Dinge, bei der Horde und Allianz sind es unterschiedlich, aber da hatte ich schon mal ein Video zu gemacht, wie ihr diese Instanz freischaltet. So, jetzt erstmal dazu, wie könnt ihr hier ein bisschen effizienter farmen. Es ist nämlich so, dass ihr im Mythic Plus quasi das Ganze normal farmen könnt. Ihr müsst die ganze Instanz abschließen. Ihr könnt das Ganze aber auch im Mythic Plus 0 machen, so wie ich das jede Woche mit meinen Chars mache. Und hier könnt ihr einige skippen. Wir sind nämlich jetzt hier am Eingang der ersten Instanz, und zwar dem Freihafen. Und ihr seht schon, wir haben hier verschiedene Bosse. Die brauchen wir aber alle nicht, weil der Endboss direkt da ist. Wir können theoretisch direkt zum Endboss gehen, ohne die anderen Bosse zu machen. Und das werden wir jetzt mal angehen. Und zwar laufen wir nicht wie 90% der Gruppen oder noch mehr hier die Treppe hoch, sondern wir laufen jetzt einmal hier nach unten und laufen quasi einfach an den Mobs vorbei. Ich stealth jetzt hier. Ich empfehle auch, das Ganze mit immer einer Stealth-Kombi zu machen. Den hier kann man leider nicht outdingsen, aber ich kann euch was zeigen. Wahrscheinlich ist jetzt der Vorführeffekt und es klappt nicht. Jetzt machen wir mal Shadow Melt. Zack, Restealth und ich bin an dem vorbei. Und eigentlich ist es ab dem Punkt hier so, dass ihr gar nicht mehr gestealth braucht. Also ihr könnt das auch mit dem Rogue, hier mit dem Master-Stealth-Skip machen und dann quasi einfach da vorbei. So, ersten Boss haben wir ausgelassen. Jetzt können wir quasi hier rum. Ich krieg's meistens nicht hin, deswegen stealth ich hier immer. Aber theoretisch kannst du hier vorbeilaufen. Genau, hier rum. Dann hier rum. Hier hoch. Hier hoch. Hier. Ah, fuck, jetzt bin ich wieder runtergefallen. Hier rum. Dann die Bosse, die sollte man halt nicht angreifen, sind alle verbündet. Dann hier hoch. Jetzt haben wir schon den zweiten Boss geskippt, den dritten können wir auch noch skippen.
Und jetzt müssen wir richtig springen. So, ich sehe, die habe ich auch alle ausgelassen. Und jetzt sind wir schon kurz vorm Endboss, ne? Es hat jetzt sogar relativ gut geklappt hier. Ich dachte, der Vorführeffekt schlägt zu. Und theoretisch kann man, wenn man es gut macht, durch diese beiden durchstealthen, ja? Wenn man genau gerade durchläuft. Boah, ich bin so ein Skiller. So, jetzt bin ich da durchgelaufen. Hier lang, hier rum. Und tada, direkt beim Endboss, ohne einen einzigen Mob zu machen. Das alleine. Ja? Jetzt heißt das, wenn dann, ihr habt eine volle Stealth-Gruppe oder ihr habt einen Schurken, der den Mars-Stealth schmeißt. Ja, dann gut, zweimal Master, das habt ihr nicht, die müsst ihr die hier machen. Ihr könnt hier auch ein Hexerportal übrigens stellen, das hier nach oben geht. Aber ihr könnt einen Haufen auslassen. Wenn ihr das alles nicht habt, dann müsst ihr halt hier oben ein bisschen Trash machen. Das könnt ihr alles auch auslassen, das auch. Ihr macht die Gruppe hier und die Putt quasi und dann kommt ihr auch hoch. Dann braucht ihr vielleicht 2 Minuten länger, wenn ihr die paar Trash-Mobs hier mitmacht. Aber seid auch in 5 Minuten hier durch, ja. Wenn ihr selbst, seid ihr noch schneller durch, direkt beim Endboss, haut ihn um, zack, weiter geht's, ja. Wenn ihr die ganze Inni macht, dauert es halt doch ein Stück länger. Also hier kann man wirklich direkt zum Endboss gehen und kann dementsprechend damit einiges skippen. Das geht übrigens auch bei anderen Instanzen, die Mounts gewähren. Wir können jetzt einmal reingucken. Und zwar hier wollte ich es euch demonstrieren, weil ich das hier auch auf jeden Fall immer noch abfarm. Jetzt gucken wir mal in die anderen Innis rein und zwar in den tiefen Pool. Hier ist es übrigens genauso. Man kann, ohne die anderen Bosse zu töten, zum Endboss. Warte, hier gibt es irgendwo eine Map. Wo war denn das jetzt nochmal? Tja, ja, hier. Ah, Karte anzeigen, genau. Das ist die Map vom tiefen Pool. Ja? Ihr seht, hier geht es zum Endboss und hier startet ihr. Ihr könnt hier in dieses Portal rein, ohne die anderen Bosse zu töten. Das Portal hat nur die Abhängigkeit, und zwar ausschließlich von 2 Mobs, die hier davor stehen. Die meisten Leute machen es so, die diesen schnellen Skip machen. Sie laufen hier rein, machen hier die Mobs bis zum Boss quasi, hauen den Boss um, steigen dann aufs Mount auf, reiten hier einmal tutti kompletti durch, bis hierhin, hauen ganz, ganz schnell die Mobs down, weil hier kommt euch alles nach. Gut, die Bosse nicht, die resetten wieder. Hauen die um und gehen ins Portal, weil sobald ihr an dem Portal seid, nach unten fliegt, resetten alle Mobs. Dafür müsst ihr schnell sein und dafür braucht ihr auch ein bisschen Gear, weil ihr müsst es aushalten, dass ein paar Mobs euch hauen werden, beziehungsweise lasst den Tank nach vorne reiten. Was nicht so gut ist, das mit dem Druid-Tank zu machen. Ich habe das probiert. Bei uns ist quasi die Gruppe gestorben, weil ich abmounten musste, weil ich im Normalgestall das Bärentank zu viel Schaden kriege, ja. Und dann sind die gestorben, ich konnte irgendwie rauskommen, wir haben geretzt, haben die umgehauen, war halt auch schneller. Also man kann es auch mit dem Deathskip machen, durchlaufen, soweit man kommt, dann retzen und dann die umhauen, kann man sich auch alles sparen. Dauert halt einen Ticken länger, ja. Kann man alternativ auch machen. Das Mount habe ich schon, deswegen farme ich es nicht mehr, deswegen habe ich jetzt hier auch nicht mehr rumprobiert, um die Taktik ein bisschen zu improven. Ja, aber das geht theoretisch auch. Die einzige Instanz, wo ihr das nicht machen könnt, zumindest meines Wissens nach nicht machen könnt, ist quasi die King's Rest, also die Königsruhe. Waren wir sie hier? Und zwar ist es dort so, er kommt ja hier rein und hier die Tür geht erst auf, wenn ihr den Boss gekillt habt. Und oder was die Tür hier, wenn ihr den Trash gemacht habt? Ich bin mir nicht mehr sicher. Und hier die Tür geht, glaube ich, auch nicht auf. Und hier könnt ihr erst rein, wenn ihr die ganzen Bosse gekillt habt. Also, meines Wissens nach könnt ihr hier in der Königsruhe leider auch nicht skippen und müsst alle Bosse machen. Ihr könnt natürlich ein bisschen was mit dem Trash machen, dass ihr was auslasst. Aber Bosse skippen könnt ihr leider definitiv nicht. Und dementsprechend müsst ihr das eigentlich normal durchspielen. Ja, das war es jetzt soweit von meinem Videoguide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Und hier nochmal ausdrücklich, das Zeug kann alles im Mythic droppen, plus 0 und in jeder Stufe, die drüber ist. Und ja, wie gesagt, ich meine nicht, dass die Wahrscheinlichkeit hochgeht. Wissen tue ich es aber auch nicht. Dafür bräuchte man sogar noch mehr Daten dafür. Wie hätte es immer noch die Prozentchance mit Fragezeichen gekennzeichnet und deswegen kann man da schlecht ja, Rückschlüsse ziehen. Gut, ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich helfen. Solltet ihr noch irgendwas haben, um das Leben sich hier bei den Mounts Farmen zu erleichtern, schreibt das gerne in die Kommentare. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.